Hallo, welcome back to my channel. So, jetzt wird es langsam kalt draußen. Jetzt müssen wir uns für Weihnachten ein bisschen vorbereiten. Ich wollte hier so eine Kugel draus machen mit ganz viele kleinere Kugeln. Gibt noch eine große Kugel. Dazu habe ich mehrere Kugelgröße, so drei verschiedene Kugelgröße, Heißklebepistole. Dann brauchen wir nachher zum Schluss noch ein bisschen sowas. Da kann man ein bisschen so dazwischen machen. Und vielleicht eventuell noch eine Kette dazwischen oder so. Kann man mal schauen. So, ich habe hier Wurstsalat. Da war mal Schweizer Wurstsalat drin. So ein Plastikteil. Schön ausgewaschen. Und aus dem kann man das super machen. So, anfange durch mit den größeren Kugeln. Meistens mache ich das hier weg. So, ohne die Teile sieht schöner aus. Ist besser zum Kleben. Man kann sie aber auch dran lassen. Wenn es zu schwer geht, kann man es auch dran lassen. Okay. Thank you.
sieht sie aus, wenn sie fertig ist. Wie gesagt, ihr könnt da noch mehr, noch andere Sachen rummachen. Ich habe diesmal auch so eine Girlande mit Blätter genommen. Die kann man ohne Blätter nehmen. Dann ist sie nicht so ausfällig. Dann ist sie ein bisschen kleiner. Hier könnte man vielleicht noch ein kleines Loch stopfen. Wenn ihr das so nachher seht, was da noch so Sachen sind, was euch noch nicht ganz so gefallen, kann man da noch einfach irgendwas reinmachen. So. Dann sieht man das Loch nicht mehr. Hier ist noch ein kleines Loch. Machen wir auch noch was drum. So. Ja, und so sieht sie fertig aus. Ein schönes Dekoteil. Kann man auch in Silber, in Gold, eigentlich in alle Farben machen. Kann man irgendwo hinstellen. Schöne Weihnachtsdeko. Hat es euch gefallen? Daumen hoch. Wollt ihr mehr sehen? Abonnieren. Danke. Ciao. Bye bye.